Jungs, wir müssen die Schulung auf morgen verschieben. Es tut mir leid, aber wie vielleicht schon einige von euch erfahren haben, ist gestern etwas Schreckliches passiert. Einer unserer Schiedsrichter, Torben Leipold, ist tot aufgefunden worden. Er war in eurem Alter, als ich ihn das erste Mal unterrichtet habe. Es war ein feiner Kerl. Nicht jetzt. Entschuldigung, Stoll ist mein Name. Sie sind Herr Koppert? Ja, wir beenden das Ganze hier. Das ist mein Kollege Rico Sander. Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten. Selbstverständlich. Packt schon mal eure Sachen zusammen. Wir sehen uns morgen wieder, 13 Uhr. Und wieder hier oben? Ja, wieder hier oben. 12 Uhr. Wir haben uns gestern noch gesehen, bei dem Spiel, das er gepfiffen hat. Es war ein Kreisliga-B-Spiel. Ich war für den BWFB unterwegs, um seine Leistung als Schiedsrichter zu bewerten. Okay, und ist denn an Herrn Leipold irgendwas aufgefallen? Also war der irgendwie seltsam oder so? An Herrn Leipold ist mir nichts aufgefallen. Aber das Spiel war ungewöhnlich. Bitte. Inwiefern? Torben hatte einige unglückliche Entscheidungen gefällt. Er wurde von einem Spieler beschimpft und angegangen. Schließlich kam es zu einem Tumult, sodass er das Spiel abbrechen musste. Wir brauchen jetzt mal von Ihnen ein paar ganz konkrete Namen. Selbstverständlich. Läuft doch gut, oder? Was meinst du? Das wird ein Karrieresprung, da bin ich ganz sicher. Ich habe genug dafür geopfert. Ich muss mich bei niemandem bedanken. Opfer muss jeder bringen, wenn er es ganz nach oben schaffen will. Auch wenn es manchmal wehtut. Entschuldigung, Herr Flieger? Sanne, Kripo Stuttgart. Sie beiden kennen sich? Hallo. Ich wollte nur mal kurz nach Dennis sehen. Seifert, ich gehöre zu Herrn Sander. Herr Koppert, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielen Dank. Wir sind wegen Herrn Flieger hier. Ja, der Dennis hier, das ist eines unserer Top-Talente im Ländle. Wenn er so weitermacht, winkt die Bundesliga. Ja, ist gut jetzt. Ich muss mich noch auf morgen vorbereiten. Ja, Pokalspiel. Da steht er unter besonderer Beobachtung. Viel Glück. Darf ich mich vielleicht noch anziehen? Es liegt also in eurem Ermessen, wie ihr das Foul ahndet, beziehungsweise welches Strafmaß ihr für angebracht haltet. Aber Fakt ist, wenn die Notbremse gezogen wird, schreiben die Regeln für den Spieler bzw. Strafschuss vor. Die Dreifachbestrafung bleibt also auch in der nächsten Saison bestehen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Komm, ich habe die Regeln nicht gemacht. Herr Koppert? Entschuldigung, ich leite hier eine Schulung. Ach, diese ollen Kamellen. Zerren Sie mich deswegen hierher? Die wollen uns also wirklich erzählen, dass sich jemand diese Missbrauchsvorwürfe damals einfach nur ausgedacht hat? Geht bei Ihnen nicht die Unschuldsvermutung? Dann schildern Sie uns doch bitte mal Ihre Sicht auf diese ollen Kamellen. Es gab diese Anschuldigung, aber das war alles ein Nonsens. Einer der Nachwuchsschiedsrichter, Andreas Brieger, hat sich diesen Quatsch ausgedacht, um mir zu schaden. Weil ich ihn nicht so gefördert habe wie andere, seiner Meinung nach. Aus Neid hat er sich das also ausgedacht? Ja, Andreas war ein Teenager und wusste sich wohl nicht anders zu helfen. Jedenfalls gab es danach eine interne Untersuchung, in der sich alle Vorwürfe als haltlos erwiesen haben. Und damit war das Thema vom Tisch. Klingt so, als hätte er das alles schon tausendmal erzählt. Klar. Und dann sind Sie einfach mal zurückgetreten und haben sich einen langweiligen Job in der Verwaltung gesucht. Das ist doch Bullshit! Dafür gab es private Gründe. Meine Frau und ich erwarteten unsere zweite Tochter. Durch diese Stelle hatte ich mehr Zeit für die Familie. Sagen Sie mal, was soll denn der ganze Schwachsinn? Wir haben die Vermutung, dass diese alten Anschuldigungen im Zusammenhang stehen mit dem Fall Leipold. Das ist doch Quatsch. Wo waren Sie Sonntagabend? Wie Sie wissen, war ich den ganzen Tag auf Schiedsrichtersichtung und danach zu Hause. Alleine. Meine Familie war übers Wochenende zu Besuch bei den Großeltern in Kaiserslautern. Sie müssten so gegen 19 Uhr zurückgekommen sein. Bis wir das überprüft haben, bleiben Sie bitte hier. Koppert? Selma Kirsch. Sag mal, was bilden Sie sich eigentlich ein?
Wie lange wollen Sie mich hier noch schmoren lassen? Nehmen Sie bitte Platz. Herr Koppert, wann haben Sie Andreas Brieger das letzte Mal gesehen? Andreas? Seit Jahren nicht. Wieso auch? Dann haben Sie gar nicht mitbekommen, dass er sich vor 3 Jahren das Leben genommen hat. Ich, Das wusste ich nicht. Irgendwas scheint ihn so belastet zu haben, dass er keinen anderen Ausweg wusste. Wir vermuten, dass das was mit den Vorwürfen gegen Sie zu tun hat. Schon möglich. Vielleicht konnte er ja mit den ganzen Lügen, die er über mich verbreitet hat, nicht mehr leben. Schließlich hätte er mir das Leben fast zur Hölle gemacht. Oder der Missbrauch ließ ihm keine Ruhe. Dazu sage ich nichts mehr. Dann sagen Sie uns doch noch mal, was Sie am Sonntagabend gemacht haben. Wie Sie wissen, war ich den ganzen Abend allein, bis um 19 Uhr meine Familie kam. Falsch. Ihre Familie kann erst gegen 20 Uhr zu Hause gewesen sein, wegen eines Unfalls auf der Autobahn. Ja und? Sie haben kein Alibi. Wir glauben, dass Sie uns schon die ganze Zeit anlügen und dass Torben Leipold etwas wusste, was Ihnen hätte schaden können.